Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mods und Co. Ja, es ist bereits Folge 253. Wir haben so ein halbes Drescher-Special, sag ich einfach mal so. Wir stehen hier erst neben dem Massey Ferguson. Die steht ja einfach so, weil ich hier noch eine Mod von gestern stehen habe. Die klicke ich jetzt gerade mal an. Das kann ich mich hervorragend nutzen, um eine andere Mod vorzuführen. Das gute Stück klappt ja einfach so runter, wie gesagt. Wenn ihr die euch für diese Mod interessiert, guckt einfach in gestern rein, da habe ich es auch nochmal, ne? Folge 252, da habe ich das gute Stück vorgeführt und da findet ihr auch die Links, weil die Mod, die ich vorstellen möchte, ist das gute Stück hier. Zeige ich euch als erstes im Shop, findet ihr unter Diverses, Gabelstapel und sieht genauso aus wie das Original. Ist auch kein Unterschied in dem Sinne von der eigentlichen Technik her, deswegen mache ich da auch nicht viel drumherum, sondern ich nehme ihn jetzt hier einfach mal. Hoffe, dass ich ihn irgendwie rauffahren kann. Soll nur zum Vorführen sein. Ja, komm her. Ist klar, dass jetzt der Vorführeffekt hier mich ihn nicht hochfahren lassen will. Ich habe extra den Breiten gewählt hier. Na, kriege ich noch ein bisschen Schwung hier drauf, dass ich ihn da doch noch hochkriege. Nein, ich fallen lassen da gleich ganz runterfallen. Ja, irgendwie fehlt mir gerade der Hänger mit der passenden Breite. Weil ich glaube, wenn ich hier rauffahre, dass ich beide Reifen raufkriege, dann fällt er mir hinten rein, oder? Nein, der hat doch gepasst. Sehr schön. Okay. Hin und her, wildes Gewurschtel. So, habe das gute Stück ausgemacht. Gehe jetzt hier rein und jetzt seht ihr die Besonderheit. Fertig ist. Jetzt habe ich gesagt, ist ja nichts passiert. Doch. Er ist spanngurtfähig. Das heißt, für alle Sachen, wo ihr sonst einen Hänger habt, wo die Sachen nicht stabil drauf stehen bleiben, hiermit könnt ihr ihn tatsächlich mit Spanngurte festmachen, so wie ihr ihn hier seht. Ja, das war's schon. So schnell geht's. Ja, wir kommen zu diesem guten Kenworth hier. Wir haben, das ist ein 900er. Ne, ihr seht schön oben die Bezeichnung auch Prentice 21 und 2124 ist für den Kran. Das ist eine Holzgeschichte. Ich werde jetzt erstmal den Motortest machen, fahren dafür einfach mal eine Auffahrt weiter. So, ich habe jetzt mal die Hilfe angemacht. Jetzt seht ihr selber, ich kann den LKW aufklappen, zuklappen, ne? Das ist dann, ja. Hängt, glaube ich, mit dem Kran oder mit der Kranbefestigung zusammen. Ich bin da gar nicht mal so sicher. Ich kann Spanngurte anbringen. Ne, ich habe hier den Kran einmal zur vollen Benutzung. Ne, kann dementsprechend da alles wild mit hin und her schwenken. Seht ihr selber. Ich kann ihn drehen. Auf und zu machen. Und ich kann noch ein Stück ausfahren. So. So sieht das Ganze aus. Dann können wir uns das Ganze von innen angucken. Das sieht schon mal sehr gut aus. Ich habe jetzt hier leider keine Reaktion aufs Licht, außer dass man da das Licht sieht. Aber hier drin. Ja, doch, okay. Es ist ein leichtes Flackern Armaturen zu sehen. Aber man hat auch nichts mit dem Blickwinkel zu tun. Ihr seht, dass da so eine kleine rötliche Hintergrundbeleuchtung bei einigen kommt. Wenn ihr auf der Anzeige links außen achtet. Da seht ihr, dass da so ein bisschen Licht dazukommt in der letzten Stufe. Ich gehe nochmal raus. Das ist die Kamera für den Kran. Noch eine Kamera für den Kran. Und ja, und hier seht ihr die Lichtgeschichte. Also sieht schon sehr gut aus. Sehr schön gemacht. Alles dran. Alles, was man so braucht. Wir haben hier den Lichtschleier. Einige mögen es, einige mögen es nicht, ne? Ist mal so Geschmacksfrage. Er steht jetzt in dem Fall nicht unter Forst, sondern unter LKW. Kostet 210.540 PS. Und so sieht er normal aus. Wir können hier den Bumper vorne durchwechseln. Da seht ihr selber, das ist die Front, ne? Da hatte ich jetzt mal die Heavy-Duty-Variante gewählt. Auch die Auspuffanlage dementsprechend können wir hier durchschalten. So stand die dementsprechend jetzt gerade bei mir auf dem Platz. Ne? Da haben wir auch fünf verschiedene. Und Fender, das ist einfach hier hinten. Ob wir da Schutzblechvariante in Chrom oder in farbig drüber haben wollten, da hatte ich jetzt in dem Sinne dann die Chrom-Variante. So, wenn wir hier einsteigen, nochmal gucken.
Das ist Kontrollgruppe Kran. Jetzt kann ich hier Kontrollgruppe Stützfuß, ne? Ich kann die Achse dementsprechend runternehmen. Genau. Stützfuß heißt es zwar, aber es ist eigentlich, fahre ich keine Stützfüße aus, sondern ich fahre einfach eine zweite Achse hinten, dritte Achse hinten aus. Vier Achsen hat er ja insgesamt. Und hier ganz hinten kann ich die Kupplung von der Höhe verstellen. Ne? Das ist auch machbar. Ich weiß nicht, ob wir noch eine Stütze haben. Nee, das ist Kran. Okay, nö, das ist alles soweit okay. Dann haben wir hier alles gesehen. Ich mache hier mal Licht wieder aus und hüpfe mal eine Runde. Nehme mich irgendwo hier rein. Gucken, wo wir landen. In dem landen wir. Das ist doch okay. So, okay. Ich habe jetzt noch vier Mods und das ist keine Kleinigkeit. Nämlich eine sehr schöne, nämlich diesen wunderschönen Dump Truck, den ihr hier seht. Ne? Schöner LKW-Anhänger, Auflieger. Würde schön dick was mitnehmen können. Und was besonders gut aussieht, erstmal sieht man hier schon, wenn man mutwillig abladen würde, schön unten wieder auf und zu klappt. Das finde ich schon mal sehr schön. Ich mache die Hilfe mal aus. Jetzt kommt das nächste, nämlich das ist die Abdeckung. Die wird mir schön eingerollt und rübergebügelt. Ne? Das sieht sehr gut aus, finde ich. Also das hat schon was. Auch den werde ich euch dementsprechend mal eine Runde im Shop zeigen. So, damit dürften wir zu den Hängern kommen. Da seht ihr es. Trail King Belly Dump. 80.000 kostet, 40.000 Liter hat er drin. Nimmt so ziemlich alles mit, was geht. Und wir hätten auch die Hauptfarbe noch ändern können. Der hätte auch pink sein können oder ne, Türkis, wie auch immer ihr gerne gehabt hättet. Könnt ihr also euch farblich da richtig schön einen austoben, wie ihr es denn gerne hättet. So, ja, das war das. Damit haben wir drei Mods hinter uns und drei Mods vor uns. Und da steht das Spektakel. Die anderen drei Mods sind nämlich alles Drescher. Deswegen kleines Drescher-Special. Wir fangen an, da steht es schon drauf, La Verda M310 MCS. Das gute Stück ist ein Zweiteiler. Das heißt, zur Mod gehört das Schneidwerk noch mit dazu, was ihr jetzt hier seht. Sieht optisch und texturenmäßig gut aus, kann man nicht anders sagen. Haben alles dran gemacht, was wir dran machen sollten. Ich werde jetzt hier mal eine Runde reinhüpfen. Wir werden das Ganze mal aufklappen. Die Leiter hat sich dann mitgeklappt. Auch eine schöne Geschichte. Ne, Rohr ausklappen. Wir werden hier den Lichttest gleich mal von außen machen. Vorne, hinten und überall. Einziges, wo wir jetzt kein Licht haben direkt, ist am Rohr, muss ich zugestehen. Das wäre noch eine schöne Geschichte gewesen. Muss nicht am Rohr direkt sein, aber ein Seitenstrahler, keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob es original das gute Stück hat oder nicht. Deswegen will ich so nicht sagen. Hier drin haben wir jetzt keine Reaktion. Ich mache jetzt hier das Ganze an und dann seht ihr, dass die Knöpfe dann von der Beleuchtung beeinflusst werden, indem sie nämlich einfach mit anfangen zu leuchten. Ne? Selbst an dem kleinen Steuerkreuz, was ihr oben am Display seht, ne, auch die Knöpfe im Joystick dementsprechend alles schön mit beleuchtet. Auch die Sitzbezüge hier unten, Sitzmuster und sowas, sieht eigentlich ganz super aus. So, ich fahre mal ein kleines Stückchen vorwärts, rückwärts, mache das Rohr derzeit hier wieder rein. Rohr hat jetzt hier in dem Fall mal eine Normallänge, sag ich mal so. So, wir hauen das gute Schneidwerk dran. Schneidwerk an. Und wir könnten loslegen. So sieht es dann aus. Wir fahren jetzt einfach mal hier so ein Stückchen im Kreis hin. Können dann nächstes Mal hier, dann mach ich das mal hoch, so. Können wir sie alle ja mal schön nebeneinander hinstellen. Ja. So, natürlich mit Bandlaufwerk, so wie ihr es jetzt hier seht. Ich zeige euch das ganze Gerät erstmal hier im Shop. So, Drescher. Da haben wir es, 202.000 M-Serie. Ne? Seht ihr selber, das sind die Motorgrößen, die ich habe, die hier angegeben sind. Hier oben ändert sich leider die PS-Zahl nicht, deswegen kann ich leider nicht sagen, wie groß das Ganze wird. Und wir haben natürlich die Bandlaufwerkgeschichten, Normalräder auch. Wir haben 8600 Liter dementsprechend hier als Volumen, farbmäßig und sonst ist nichts weiter einzustellen. Aber wie gesagt, der sah schon ganz ordentlich aus, ne? War schon ein schönes Gerät. So, wir hüpfen raus und gehen weiter und sehen hier schon New Holland, und zwar die 120 Jahre New Holland Edition.
Ne? Wunderschönes Gerät. Sieht farblich in der Kombination sehr gut aus, so muss ich zugestehen. Wird auch mit dementsprechend in der Mod mit Zubehör geliefert. Wir haben nämlich einen Schneidwerkswagen, das Schneidwerk hier mit drin. Wir haben hier ein schönes eigenes Maisgebiss mit dabei. Ne, seht ihr auch, New Holland, ne, 5700er, auch in der schönen ne, New Holland-Lackierung. Und hier nochmal das große Varifeed. Ne? So, ich hüpfe auch mal hier rein. Auch den klappen wir mal auf. Da sehen wir selber, es klappt schön zur Seite auf. In dem Fall hier geht die Treppe dann nach vorne. Ich werde hier auch mal den Lichttest machen. Das ist eher ein bisschen bläuliches Licht. Ne? Wir haben das Rohr. Das ist eigentlich auch mehr ein kompakt kurzes Rohr, was wir bei dem hier haben. Ne? Ihr seht, das ist die CR97-Serie, wenn ihr so wollt. Hier noch die Typ mit 250. Ich weiß nicht, wofür die steht, aber hier seht ihr nochmal, ne, die 120 Jahre Edition. Wir gucken uns das Ganze mal von innen an. Ich mache den Motor dazu mal an. So. Und dann sehen wir auch, dass die Knöpfe und auch das kleine Diagramm unten, auch hier in der Säule hinten, ne, die kleinen Knöpfchen, alles mit beleuchtet. Auch hier oben die komplette Klimaanlagentechnik und was man sonst so hat, alles mit beleuchtet. Sieht von innen, von den Sitzen her sowas sonst auch sehr anständig aus. Wir machen jetzt hier nochmal aus. Wir gehen nochmal raus. Ich falte das Rohr mal ran. So. Dann machen wir jetzt hier auch nochmal einen kleinen Motortest sozusagen. So, ich lasse ihn einfach mal das gute Stück hier vorne rannehmen. Fahre ich mal ein bisschen mit rückwärts. Und werde ihn hier mal schön daneben stellen. So, ja, das, was alles dabei ist an Zubehör und sowas, zeige ich euch natürlich jetzt auch im Shop. Ich fange natürlich hier mit dem Drescher an. Ne, da haben wir das Gute. 95.000 kostet er, 402 PS, 9.500 Liter. 451 bis zu kann er haben, 402 war der mittlere, also fängt bei 364 PS an und geht bis 451. Hier haben wir die beiden Reifen, Breitreifen oder normal Standardvariante. Bei Michelin die Reifenwahl, also bleibt die Reifenwahl so. Ja, Gerät an sich sonst bleibt so. Was ich vorhin noch vergessen hatte, das reichen wir jetzt noch eben kurz nach. Ich glaube, ich hatte mich vorhin das Schneidwerk nicht gezeigt. Da haben wir es. Ne? 49.500, 7,60 Meter. Das ist für den M300, den wir gerade gesehen haben. Ja, hier sind die beiden New Holland-Varianten. Wir haben jetzt einmal hier 7,60 Meter und einmal 5,70 Meter. Die 7,60 Meter ist für die normale Variante. Ne? Weizen, Gerste, seht ihr selber, Hafen. Hafen ist geil, ne? Ja, Harfer, würde ich sagen. Soja und Raps. Wir haben extra Sonnenblumenmähwerk. Das ist das, was wir jetzt auch gerade vorhaben. Das ist 5,70 Meter breit. Wir haben dann bei den Maispflückern noch das Maispflücker Diamond HS8 in der Variante extra hierfür. Das ist 6 Meter. Ne, da seht ihr auch extra, wofür es ist. Das kann dann auch Mais und Sonnenblumen. Und wir haben hier ganz hinten bei Transportanhängern dann das PT14 als für 2800 in der Variante halt. Hier können wir die Hauptfarbe sogar ändern. Okay. Warum auch immer. Könnten wir aber. Wie gesagt, das New Holland-Schild bleibt. Kann man auch ordentlich trotzdem erkennen. Jetzt mit rotem Leuchte das Ganze. So, ja, da haben wir den auch dementsprechend schon gesehen. Dann kommen wir zum letzten in der Geschichte hier. Da steht das gute Stück. Case Axial Flow 9240 in dem Fall. Also das ist nummerierbar, wie ihr seht, nämlich mit der 1, die vorne dran ist. Wir haben das breitere gesetzte Bandlaufwerk hier dementsprechend dran. Und ihr seht dort oben drauf, ich habe auch eine etwas andere Abdeckungsgeschichte und sowas da oben mit dran. Hier ist die Besonderheit, nicht das lange Rohr. Es ist natürlich jetzt gerade ein sehr langes Rohr dran. Die Besonderheit bei dem hier ist, dass das Rohr auch eine Beleuchtung hat. Die Besonderheit überhaupt bei der ganzen Geschichte ist, ne, ich kann hier einmal die Treppe ran und raus machen, weil das oben bleibt in dem Fall so, weil es ein fester Aufbau ist.
Wir gucken uns das Ganze jetzt auch von innen an. So. So haben wir keine Reaktion aufs Licht. Jetzt mache ich den Motor an. Da seht ihr auch richtig schön, ne? Erst, dass wie das hochfährt und dann wie es umspringt. Und wir sehen auch, dass die Knöpfe auch im, sehen wir am Joystick und sowas und auch hier oben, dass es dementsprechend drauf reagiert aufs Licht, was wir draus machen. So, ja, es ist sonst kein Zubehör dabei, in Anführungsstrichen. Dafür sind Möglichkeiten ohne Ende dabei. Wir haben jetzt eine Möglichkeit schon gesehen, nämlich das extrem lange Rohr und hier oben die Belüftungsgeschichte. Ich werde jetzt einmal hier in den Shop gehen. So, dann gehen wir auf Drescher. Diesmal brauchen wir bei den Zubehörgeschichten nämlich nicht gucken. Das hat er nicht dabei. So, wir gehen auf Drescher. Hier ist er. 365.000 kostet das gute Stück. 22.905 Liter Inhalt. Ob, ne, wie realistisch und so. Ja, ist eine andere Geschichte. Ich weiß nicht, ob das irgendwo mit zu tun hat oder so, aber er hat es wenigstens so. Ihr seht hier, womit er kombiniert werden kann. Ne? Er hat eine relativ hohe PS-Zahl, wie ihr dementsprechend da auch seht. 634. Und wir haben hier oben die Korntankverlängerung. Ne? Neigung, Montage, die ganzen verschiedenen Aufsätze seht ihr selber. Ne? Und das ist die Variante, die ich gewählt hatte. Aber hier, wie gesagt, es gibt hier echt 1000 Einstellmöglichkeiten. Wie ihr das Ganze haben wollt, könnt, dürft oder wie auch immer. Genauso wie bei Design, die Varianten haben da Durchnummerierung, nämlich bis 6. Und dann haben wir noch ein, zwei Logo-Geschichten, die wir noch mit ransetzen können. Dann sind wir wieder weiter. Wir haben Reifenvariante, Bandlauf-Varianten zum Einstellen. Und wenn wir ein Stückchen runter scrollen, dann haben wir hier noch die Motorgröße, also 520, also 453, 520 oder 634 PS. Felgenfarbe, Entschuldigung, können wir noch bestimmen. Und hier seht ihr es. Das normale zum Falten, wir haben hier einen Statik festzusetzen, wir haben extra lang, wir haben extra kurz. Also hier kann jeder das Teil so zusammenbauen, sozusagen, wie er möchte. Und das finde ich eine sehr schöne Geschichte, weil das hat man nicht oft, dass die Rohrvarianten einzustellen sind zum Beispiel. Ne? Also ein sehr, sehr schönes Gerät, finde ich sehr gut, muss ich sagen. Motortest. Vielleicht nicht die handlichste Variante mit dem langen Rohr hier hinten dran. Ich versuche jetzt hier mal noch einfach noch daneben zu fahren. So. Er hat jetzt ja keinen. Nichts davor sozusagen. Mal gucken, vielleicht kriegen wir noch ein schönes Bild hin, so als Gruppenfoto. Na, von der Variante jetzt hier. So nicht, da müsste ich ein bisschen anders parken sozusagen. Tue ich einfach mal. So, ja, aber wie gesagt, damit sind wir dann auch leider schon wieder am Ende der ganzen Geschichte. So sieht's aus. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Würde mich natürlich sehr freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei sein würdet. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst einen passenden Daumen da. Ich würde mich natürlich auch sehr über ein Abo freuen und ein Teilen wäre natürlich super klasse. Ne? Ich hüpfe hier nochmal aufs Dach und da sehen wir die Jungs nochmal stehen. So sieht das Ganze aus, unser kleines Drescher-Special. Ja, dann sage ich vielen Dank und bis morgen.